Hier steht nun die Arbeit im Krieg mit anfolgender Entwaffnungstechnik. Der linke Fechter gibt dem Druck des Angreifers nach und lässt sein Schwert durchlaufen. Er löst die linke Hand vom Schwertgriff und ergreift den Ellbogen des Gegners. Mit dem Schwert reißt er an den Händen und schneidet am Hals. Mit der Hand drückt er und bringt den Angreifer durch den Einsatz des Fußhakens zu Fall. Hier sehen wir einen ganzen Komplex aus Hebeln mit Schwertgriff, der Druck der Schneide gegen den Hals und dem Armbruch, zugleich Erfolg der Fußhaken. Mit der unteren Versatzung wird das Schwert des Angreifers seitlich abgelenkt, gleichzeitig wird die linke Hand gelöst, mit der man beide Arme des Angreifers übergreift. Führt man seinen Arm wieder hoch, setzt ein starker Hebel auf die Arme des Angreifers ein. Der Hau darf nicht vergessen werden. Das sogenannte Schwertnehmen, das Entwinden des gegnerischen Schwertes, geschieht ebenfalls durch diese Armdrehung. Bei diesem Stück liegt die Schwierigkeit darin, dass mehrere Aktionen zugleich ausgeführt werden. Der linke Arm lenkt hier beim Übergreifen den Angriff zur Seite ab. Wichtig ist das taktische Prinzip des Einlaufens, mit dem die Mensur rasch verkürzt wird, sodass der Zornhau sein Ziel verfehlen muss. Die linke Hand entwindet das Schwert dabei, während die rechte das linke Bein der Angreiferin wegreißt und sie so zu Fall bringt. Nach dem Anbinden drückt der linke Fechter das gegnerische Schwert mit der Parierstange zur rechten Seite. Gleichzeitig löst er seine linke Hand vom Schwertgriff und kehrt den rechten mit dem daraus entstehenden Armbruch einem Armhebel um. Anschließend kann noch ein Hau oder Stich erfolgen. Der Verkehrer mit Stich und Versatzung durch die Kron sowie anschließendem Armbruch wird ausführlich in der Agilitas-DVD Langes Schwert Teil 1 nach Johannes Lichtenauer abgehandelt. Der Hau wird mit der oberen Versatzung unten pariert. Der rechte Verteidiger windet aufwärts ein und bereitet seinen oberen Stich vor. Der linke Fechter beginnt, den Stich nach oben zu versetzen. Dadurch öffnen sich die unteren Blößen. Dies wird durch einen Tritt ausgenutzt. Dabei kann der rechte Fechter seinen Stich durchsetzen. Aus Sicherheitsgründen haben wir den oberen Stich stets zeitverzögert ausgeführt, da sonst die Verletzungsgefahr bei dieser Aktion zu hoch wäre. Im Kampf würde der Stich sofort mit dem Auftreffen des Trittes erfolgen. Diese Aktion kann gegen einen Gegner ausgeführt werden, der in einer Mittelhut steht und im Moment unachtsam ist. Der Angreifer springt rasch nach vorne, drückt das gegnerische Schwert zur Seite, dann setzt er Schneide- und Parierstange am Hals an und bringt den Gegner zu Fall. Im Bloßfechten ist der Schnitt schon tödlich. Im Harnischfechten entscheidet der Schwerthebel mit anfolgenden Wurf über den Ausgang.
Falls der linke Fechter mit einem Zwerchoberhau oder Zornhau angreifen sollte, muss der rechte dessen Schwert links zur Seite wischen und auf seine rechte Seite ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Bei einem geraden Oberhau reicht das Ausweichen. Zur Not muss dann die Kreuzstange eingesetzt werden. Der Verteidiger lenkt mit dem rechten Handrücken den rechten Arm der Angreiferin zu seiner Seite. Dadurch wird der Oberhau versetzt. Gleichzeitig umfasst er mit der linken Hand ihr rechtes Bein und übergreift mit dem rechten Arm. Nun werden beide Arme rechtsherum wie bei einem Rad gedreht und durch das Ergreifen des Griffes sich des Schwertes bemächtigt. Der Verteidiger muss hier rasch die Distanz überbrücken, also einlaufen, um nicht getroffen zu werden. Nachzutragen ist, dass Thalhofer den Angriff mit einem Mordschlag dargestellt hat.